Träume, 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 träume. Wie nie zuvor. Erzähle ich dir gleich eine Geschichte über unsere Vorfahren. Vor 65 Millionen Jahren. Vor 65 Millionen Jahren. Gegen Ende der Kreidezeit lebten im Schatten der Riesenechsen die wesentlich kleineren Mesochyniden. Ihre Größe sollte ihnen aber beim Überleben nicht von Nachteil sein. Im Gegenteil. Die Wolfsähnlichen unter den frühen Säugetieren waren das Nachtleben irgendwann leid und beäugten die großen Saurier nun auch tagsüber. Hatte dieses respektlose Verhalten vielleicht damit zu tun, dass sie ahnten, die Herrschaft über die Erde von den Reptilien bald zu erben? Möglich wäre es. Denn die Morgenröte der Säugetiere zeichnete sich am Horizont schon ab. Und für die unflexibleren Saurier war es Zeit zu gehen, so wollte es die Evolution. Diejenigen unter den Säugern, welche am schlauesten waren und eine Megakatastrophe überlebten, wurden allerdings gezwungen, neue Wege zu gehen. Denn nichts war mehr wie zuvor. Dies ist die Geschichte zweier Mesochyniden, die sich zu Beginn des Paläozän auf die Suche nach einer neuen Heimat machen mussten. Dank ihres Lebenswillens konnten ihre Nachfahren sich in vielen Millionen Jahren der neuen Umgebung perfekt anpassen. Sie leben noch heute. Schnell eine Mahlzeit. Hier werde ich bestimmt nicht lange alleine. Ups. Guten Morgen. Spielst du mit mir? Also ich weiß nicht, irgendwie bist du mir zu groß, zu schwer. Was, wenn du auf mich drauf fällst? Schönen Tag noch. Das glaube ich jetzt nicht. Was macht denn dieses kleine, pelzige Wesen in meinem Revier? Ganz schön dreist. Ja, trink nur mein Wasser. Lass ich das durchgehen. Muss ich mir mal genauer ansehen. Da schleiche ich mich mal näher ran. Irgendwie habe ich das Gefühl, als würde ich verfolgt. Komm nur näher, dann muss ich mich nicht so anstrengen. Mich beobachtet doch etwas. Ich rieche es, aber ich kann es nicht sehen. Hey, hey! Ich komme in friedlicher Absicht. Streng. Hoffentlich hat er schon gefrühstückt. Nichts wie weg hier.
Ich bleibe. Überredet. Ich muss sowieso meine Liebste suchen. Bis die Tage, man sieht sich. Werden immer frecher, diese haarigen Biester. Wo sie sich wohl wieder rumtreibt? Wo er sich wohl wieder rumtreibt? Sie soll doch dicht hinter mir bleiben. Ist doch zu gefährlich hier. Dass er immer in eine andere Richtung läuft als ich. Sieht nicht gut aus. Da ist sie. Ich muss sofort zurück zur Höhle. Hoffentlich ist er schon.